Willkommen zurück. Nachdem du mit dem Regionalexpress 4672 aus Mittenwald in Garmisch angekommen bist, geht es nun für dich weiter nach München Hauptbahnhof. Unterwegs hältst du nur in Murnau, Weilheim und München-Pasing. An allen anderen Stationen fährt dieser Zug durch. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator 2021 auf meinem Kanal Train Teacher. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, euch geht es natürlich wie immer gut, euren Liebsten. Mit denen ist alles klar. Und wir stehen hier gerade im Bahnhof Garmisch-Partenkirchen und fahren heute den zweiten Teil des Szenarios. Ja, von dem ersten Teil des Szenarios. Das, ja, einfach, wir fahren heute mit dem zweiten Teil des Szenarios, wo wir mit dem Wittenberger Steuerwagen von, ich glaube, Mittenwald nach Garmisch gefahren sind. Und genau, heute sitzen wir aber nicht in einem Wittenberger Steuerwagen, sondern Teil 2 ist tatsächlich, ob ihr es mir glaubt oder nicht, in einem Twindex, aber nicht in irgendeinem Twindex, sondern tatsächlich in dem Odeck Twindex. Es ist natürlich ein fiktiver Zug, aber ich erkläre euch auch gleich, warum ich mich dazu entschieden habe, heute das dann mit dem fahren. Und ihr müsst euch einfach nur denken, wir fahren den zweiten Teil an einem anderen Tag, ein paar Tage quasi, nachdem wir den ersten Teil, also in-game, gefahren sind. Da übernehmen wir auch eine Morgenschicht, aber mit einem anderen Zug und so weiter und so fort. Ich würde einfach sagen, wir geben jetzt erstmal die Türen frei, weil das meine ich tatsächlich schon gemacht zu haben, aber es war dem nicht so. Dann aktivieren wir den hier unseren Pult. So. Jetzt müssen wir noch kurz schauen, dass wir hier einmal. Jawohl, Hauptschalter ist drin. SIFA und PZB mit Shift 7 und mit Shift 8. Dann haben wir hier noch das Spitzlicht mit H natürlich. Und ja, das war es dann auch schon tatsächlich. Achso, natürlich den Fahrtrichtungswender dürfen wir nicht vergessen. Müssen wir nochmal den Hauptschalter reinhauen. So, alles klar, ist drin. Da kommt uns noch eine Hamsterbacke entgegen. Und genau, warum ich mich jetzt für diesen Zug entschieden habe, ist einfach, ich bin nochmal gerne bereit, ein bisschen Exotisches zu machen hier. Habe ich auch gerade richtig schön ausgesprochen, exotisch. Aber. Tatsächlich ist der einzige Grund gewesen, dass es im Jahr 2013, kurz bevor die Odeck-Flirt-Züge ausgeliefert wurden an die Odeck selbst, also bevor sie überhaupt das erste Mal auf ihrem eigentlichen Einsatzgebiet unterwegs sein konnten, haben sie in München ausgeholfen und Umgebung. Und dann sind ja tatsächlich die Münchner Bewohner und Umgebung mit Odeck-Zügen gefahren, wo der VBB drauf abgedruckt war. Also diese Verbandsmarke vom VBB. Und ja, deshalb dachte ich mir dann, okay, das können wir noch auch. Geben, ja, gehen wir einfach ins Jahr 2013 zurück. Und ja, da sind wir jetzt quasi. Obwohl das wahrscheinlich hier im Szenario im Jahr 2020 schon spielt. Oder 2021, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, machen wir das auch einfach auch. Das ist so der Gedanke dahinter. Wir fahren auch heute schön nebenbei mit einem Buchfahrplan natürlich. Ich habe noch einige Infos zur Odeck an sich und auch zu den Bestellungen der Odeck. Dann habe ich noch den Twindex offen nebenbei. Ein paar Infos zu dem habe ich mir noch rausgesucht. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich wieder, sobald wir Abfahrt haben. Bis gleich. So, die Türen schließen gerade. Wir schauen einmal raus, machen den Serviceblick. Da haben wir auch schön, wie die Türen schließen. Sieht gut aus. Ja, hier oben die ZZA, die konnte ich tatsächlich leider nicht mehr umstellen. Zumindest habe ich in meiner Probefahrt probiert, da eine andere ZZA einzustellen, aber da sind halt nur ZZAs drin, die den Bereich da oben von der Odeck halt abdecken. Also kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, wenn wir in Murnau zum Stehen kommen, dass da halt nur Halte sind, die auch die Odeck da im VBB anfährt. So, ja, Aufnahme läuft, das sieht gut aus. Das heißt, befreien können wir uns auch. Ausfahrt haben wir mit 50 heute. Und da ich das letzte Mal so angetan war vom Twindex, dachte ich mir, fahren wir heute mit dem auch nochmal einfach. Auch wenn der Führerstand an sich so ein bisschen, ja, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber ansonsten finde ich, einen Spaßfaktor hat er schon irgendwie. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir hier ausgefahren sind, da war es ein bisschen heller. Da waren wir unterwegs mit dem IC1. War auch eine sehr schöne Fahrt tatsächlich. Und hier haben wir auch eine schöne Hier Passview. begrüße ich auch die in Garmisch-Partenkirchen noch neu zugestiegenen Fahrgäste recht herzlich an Bord des RE4672 zur Fahrt nach München Hauptbahnhof mit unterwegs halt in Murnau, Weilheim und München-Pasing. Und ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise.
Jawohl, da haben wir auch gerade die Ansage gehört. Tatsächlich ist mir gerade der Name entfallen vom Szenarioersteller. Jetzt kann ich nochmal nebenbei halt gucken, ob ich den hier gerade finde. Ich glaube tatsächlich, dass es von, ja, von Kurt war. Der sein richtiger Name, glaube ich, Fabian ist. Den hatte ich letztens nämlich was gefragt, weil ich ein paar Probleme ja mit den Szenarien hatte. Was ist denn da hinten, Freunde? Schaut euch das mal an. Ist das hier die Morgensonne oder ist das irgendwie so ein Artefakt der Nacht oder vom Train Simulator? Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. So, jetzt mache ich hier nochmal ganz kurz meinen Buchfahrplan auf. Wo sind wir gerade? Bei Kilometer 98,0. Das heißt, Fahrschein durchfahren wir gleich. Dann kommt Oberau. Da hatten wir, glaube ich, einen Betriebshalt mit dem IC1. Wenn mich nicht alles täuscht. Kurz die Gelegenheit hier nutzen. Natürlich ein kleines Bildlein muss sein. Ich glaube, das sollte reichen. Mann, sieht unser Zug majestätisch aus. Ich finde auch diese Doppelstockwagen vom Twindex haben auch irgendwie was. Also an sich optisch ist es ein wirklich richtig nicer Zug. Schade, dass er nur einige Jahre gebraucht hat, um tatsächlich auf der Strecke von den ganzen Programmen her gut zu laufen. Das ist im Endeffekt so wie bei DTG. Modelltechnisch alles gut. Bedienung und Umsetzung des Zuges an sich zum Fahren ein bisschen schwierig und so ist es auch, um so ungefähr auf die echte Welt zu übertragen mit den ganzen Bombardierzügen. Aber irgendwann laufen sie. Irgendwann kommen dann die Updates quasi von der Community wie bei Strecken und dann funktioniert alles. So, Murnau erreichen wir schon in 21 Kilometern. Ich glaube, da müssen wir vorher diese Rampe hochfahren, ne? Das kann gut sein, genau. Was heißt die Rampe? Da ist auf jeden Fall so ein Anstieg vorher. Das weiß ich noch ungefähr. Murnau erreichen wir bei 74,8. Also ich glaube noch ungefähr 18 Kilometer oder sowas, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ansonsten fand ich auch ganz interessant, dass die ODEC auch in ihrer Flotte, natürlich hatten die den Stadler GTW auch, dann hatten sie noch den DeSiro oder haben auch den DeSiro und haben tatsächlich auch den DeSiro ML sowie auch den RS1. Beim DeSiro ML ist es ja, glaube ich, so, dass die Anfang 2000, nee, doch im Frühjahr 2020 sind die ja damit an den Start gegangen. Da oben, glaube ich, also da bei Stralsund in der Nähe oder um Stralsund herum. Und da hatten die dann am Ende des Tages Züge der ODEC der ÖBB im Einsatz. Ich weiß gar nicht, ob dem mittlerweile immer noch so ist, aber ich glaube sogar mal schon. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass wir da zumindest letztens nicht ganz so realitätsfern unterwegs waren. Als wir da mit dem, was war das da nochmal auf Frankfurt-Koblenz für eine Bahn da mit dem, also da waren wir auch mit dem DeSiro ML unterwegs. Aber da hatte ich das ÖBB Repaint bedauerlicherweise irgendwie drin. Also das hat sich ein bisschen überschnitten mit dem Laden. Und ja, deshalb sind wir da am Ende mit ÖBB-Lackierung rumgefahren. Aber wie gesagt, ganz so realitätsfern ist es ja eben nicht. Jetzt muss ich mich nochmal kurz richtig erinnern. Ich glaube, wir haben jetzt ab hier vorne 60, wa? Ja, 60. Wir müssen nämlich auf das Gleis rechts, weil da wahrscheinlich ein Zug steht. Und da müssen wir über die Weiche, deshalb haben wir jetzt die Beeinflussung. Ansonsten hatte die ODEC ja auch eine Zeit lang die Flirt 3 Züge im Einsatz. Auch tatsächlich, glaube ich, auf dem RE2 Richtung Cottbus. Das waren auch wilde Zeiten. Wobei ich gestehen muss, die ODEC-Lackierung stand denen echt gut in den Flirt 3 Zügen. Hätte ich gerne öfter gesehen.
zusätzlich zu dem KISS, der spurstark und innovativ ist. Das sind aber auch irgendwie coole Züge, finde ich. Die haben insgesamt 16 Stück von denen. Und die haben ein Leergewicht von 206,4 Tonnen, sehe ich gerade, auch nicht schlecht. Ja, gefallen mir sehr. Okay, weiterhin 60 und da vorne dürfen wir dann wieder nach der Weiche auf die 100 hoch. Was ich gerade noch sagen wollte, war, was wollte ich denn gerade noch sagen? Ja, gute Frage. Ups. Nee, ich glaube, ich wollte sagen, was wollte ich denn gerade sagen? Na gut, wenn es mir jetzt nicht einfällt, dann fällt es mir vielleicht später nochmal ein. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Die KISS-Züge. Die haben ihre erste Klasse, also die bauen die nämlich gerade, glaube ich, seit 2018 um. Und die erste Klasse ist jetzt nicht mehr an den Zugspitzen jeweils oder an jeweils einer Zugspitze die erste Klasse, sondern die ist jetzt immer in der Mitte bei dem modernisierten Wagen. Da ist die in der Mitte des Zuges anzutreffen, die erste Klasse. Da haben die jetzt auch irgendwie, glaube ich, Holztische gekriegt und sowas. Also es soll eine Aufwertung irgendwie sein, aber teilweise habe ich gehört, ja, soll es vielleicht auch nicht so eine Aufwertung gewesen sein, wie man sich das da vorgestellt hat bei der ODEC. Also aus Fahrgastsicht. Jetzt sehe ich auch gerade, die haben ja tatsächlich die der Twindex und der ODEC Flirt 3, Flirt KISS, die haben tatsächlich die gleiche Baureihennummer, 445. Habe ich noch gar nicht gesehen. Aber auch cool. Der Twindex Vario. Einfach legendär, dass er auch im Fernverkehr eingesetzt wird. Mensch. Ja, im Gegensatz zu den älteren Generationen der Doppelstockwagen von Bombardier wird auch der Twindex eben als Triebwagen angeboten. Werden unter der Nummer 445 und 446 geführt. Ich glaube, 446 haben die Twindex-Züge in oben. Ja, da in Hamburg in der Nähe. Oder um Hamburg herum, also die Nah-SH-Züge haben das. Aber was ich auch ganz interessant finde, ist, dass die tatsächlich erst ab Ende 2013 serienmäßig in Produktion gegangen sind. Ich hätte da irgendwie ein bisschen. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass es eigentlich um 2012 herum war. Also noch im Jahr 2012 eigentlich schon dann losging, aber tatsächlich. Also ich hatte sogar so eine Erinnerung. Aber anscheinend ist dem nicht so. Ne. Ansonsten haben die halt ganz normal eine VMAX von 160, aber können auch optional eine VMAX von 190 haben. Da war gerade ein Vorsignalwiederholer, den wir sogar richtig bestätigen mussten. Finde ich cool. Und jetzt fahren wir hier entspannt ein in Eschenlohe mit diesem lilanen Morgenhimmel. Nice. Ah, da vorne haben wir halt erwarten. Ich sehe auch gerade irgendwie, der Twindex Vario hat 61 Sitzplätze. Ne, 91. Ich glaube, damit die meinen, pro Wagen hat er 91. Wenn er insgesamt 91 hätte, das wäre. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Beziehungsweise, ich hoffe einfach mal stark, dass ein gesamter Zugverband nicht 91 Sitzplätze hat.
Nicht wundern, da vorne halt erwarten ist weiterhin angezeigt, ist aber ein Vorsignal, das ist nicht das Hauptsignal. Hier kommt jetzt der 500-Hertz-Magnet, glaube ich. Da ist er. Ach, wisst ihr was? Dann bremsen wir einfach hier im Bahnhof. Oder zumindest haben wir es probiert. So, dann würde ich einfach sagen, sobald dann der Gegenzug kommt, sehen wir uns gleich wieder, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie lange hier wir Aufenthalt haben. Also, bis gleich. Und da ist auch der Kollege mit seinem Gegenzug. Ich glaube, der bremst gerade runter oder so. Zumindest hat man das ein bisschen mitbekommen von den Geräuschen her. Und da ist auch wieder unsere Ausfahrt. Sehr schön. Schauen wir mal aus der Passio zu, wie wir hier losrollen um 6.48 Uhr. Ist immer noch stockduster hier, schaut euch das an. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir jetzt nur eine Vmax von 25 haben bis zum Hauptsignal. Also als kleine Randnotiz an mich selbst. Jawohl, sieht gut aus. Dann können wir schön entspannt auf die 60 hochgehen. Und nach der Weiche dann, glaube ich, wieder auf die 110 oder was auch immer das da war. Ich glaube auch, das sind die Sounds des Linus F Sound Update. Für den Twindex. Aber teilweise erinnern die mich doch schon sehr an den Talent 2. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber findet ihr nicht auch, dass der irgendwie so ein bisschen ähnlich klingt von den Geräuschen wie der Talent 2? Die gute alte Hamsterbagge. Was ich auf jeden Fall gerade noch sagen wollte, war, die Hamsterbacken haben ja hier, glaube ich, vor der 442 eine 2 stehen. Was ich mich da mal die ganze Zeit schon oder all die Jahre gefragt hatte, war, warum haben die Hamsterbacken, die hier unten in Bayern rumfahren, also im Raum München, vor der 442, also da draußen, wo die Baureihennummer aufgedruckt ist, warum haben die da eine 2 vorstehen, also 2442 quasi? Das habe ich leider noch nie durchschaut und ja, weiß auch nicht, woran das liegt. Und ich meine natürlich durchschaut. So, wo sind wir denn jetzt? Ohlstadt. Bei 81,0 durchfahren wir Ohlstadt. Und dann erreichen wir Monau natürlich bei 78, war das, ne? Ne, bei 74, okay. Ich hoffe mal, dass wir verspätungstechnisch da jetzt nicht irgendwie in Fettnäpfchen treten werden. Aber ich habe heute wieder meine Bleihand mit dabei. Deshalb müssen wir uns da gar keine Sorgen machen. Ich mache mir eher Sorgen, dass die SIFA irgendwann auslöst. Und das wäre natürlich Müll. Und hier durchfahren wir 0. 0 wollte ich gerade sagen. Oder habe ich sogar gesagt, hier durchfahren wir nun Ohlstadt Gleis 1. Finde ich auch ganz nice, dass man hier auf beiden Seiten aussteigen kann. Ups, da sind wir gerade ein bisschen zu schnell gewesen. Und da können wir nun hoch auf die 120. Ich glaube, gerade eben hatte wieder mein Aufnahmeprogramm ausgesetzt. Ich musste mal schauen, was da los ist. Irgendwie in den letzten Tagen und Wochen habe ich da immer ein paar Probleme mit. Fragt mich nicht, woran das liegt.
Ich würde es auch gerne wissen, aber komischerweise sagt sie mir das nicht. Ist auch verhext. In Probeaufnahmen läuft immer alles gut die ganze Zeit, aber in den richtigen Aufnahmen da. Da grätscht mir das dann immer rein. Und da weiß ich nicht genau, woran das liegt. Ehrlich. Ich glaube, hier kommt nun die Zweigleisigkeit, von der ich sprach. Also diese, in Anführungsstrichen, Rampe, die man da hochfährt. Jetzt weiß ich leider nur nicht mehr genau, welche VMAX wir jetzt haben werden. Das ist, glaube ich, eine 8, ne? Ja, das ist eine 8. Sehr gut. Befreit sind wir auch und jetzt kommt hier vorne die Weiche. Kann mich aber nicht mehr an diese Kurve vorher erinnern. Ah, da ist sie. Die Kurve da oben links, die man gerade sieht, die kenne ich noch. Aber hier die Kurve, die man da vorne hat, die konnte ich mich nicht mehr erinnern. Nee, nee. Auch unseren ersten richtigen Halt heute. Und der Kollege schleicht hier, glaube ich, in der Kurve rum, ne? Ja. Er musste warten, bis wir durch sind. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, die perfekte Powerstufe gefunden. 45%. Ja, okay, so semi. Ah, schade, man kann nicht zwischen 45 und 36 hin und her switchen. Okay, da sind wir auch wieder zurück. Da hatten wir leider gerade ein kleines Problemchen nochmal mit OBS. Aber ich wollte die Aufnahme jetzt nicht komplett beenden. Das wäre mir ein bisschen zu schade gewesen, wenn ich ehrlich bin. Mir gefällt die Fahrt heute ziemlich. Deshalb jetzt, glaube ich, einen Teil nach Monau nicht mehr sehen können. Aber das ist jetzt nichts wesentlich Spannendes passiert. Ich habe nur ein bisschen darüber philosophiert, wo die 445er umherfahren. Und ein paar mögliche Einsatzorte genannt. Aber die werden wahrscheinlich sowieso niemals Realität werden. Okay, hier durchfahren wir jetzt welchen Bahnhof? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir uns gerade befinden. 69,4. Das ist der Bahnhof Uffing am Staffelsee. Und danach kommt Hugelfing bei 62,0. Jetzt sehe ich auch gerade, können wir schön hoch auf die 130. Jetzt sehe ich auch warum, weil wir hier schön ordentlich gerade ausfahren können eine ganze Weile. Jetzt sehe ich auch gerade, Dresden hat tatsächlich, beziehungsweise der Verkehrsverbund Oberelbe, hat beabsichtigt, für die S-Bahn Dresden 15 Triebwagen zu bestellen, also vom 445er, und diese gemeinsam mit den bereits vorhandenen Wagen verkehren zu lassen. Diese sollen auch Verstärkerleistungen für die S1 und S2 verkehren. Was auch immer ich da gerade gesagt habe, ich meinte einfach nur, die sollen für die S1 und S2 als Verstärkerleistung verkehren. Und damit die 143er ablösen. Für die Finanzierung erhofft man sich Unterstützung vom Freistaat Sachsen. Schön. Die ersten Triebwagen konnten frühestens 2022 eingesetzt werden, alles klar. Auch gut. Ist ja schon bald.
ein Jahr noch bis 2022, aber man hat leider nicht davon gesprochen, wann in 2022. Mensch, die 445er sehen einfach wirklich, ich weiß nicht wieso, irgendwie sehen die gar nicht schlecht aus. Deshalb fahre ich auch ganz gerne mit dem. Wobei der auch, wie gesagt, jetzt, ich glaube, durch das Soundupdate auch von der Fahrphysik einfach angenehmer zum Fahren geworden ist. Und da vorne kommt noch wie bestellt Hugelfing. Ich glaube bei 62,0 durchfahren wir das. Ja, das ist 62,0. Und dann kommt auch schon Weilheim. Ist auch lustig, dass man Weilheim um 7.08 Uhr erreicht und dann München Hauptbahnhof um 48, also genau 40 Minuten später. Und die Durchfahrt im Bahnhof oder durch den Bahnhof Hugelfing. Schön auf dem Gegengleis. Kann man auch machen. Ich glaube, hier hatten wir sogar noch mal einen Halt wegen dem Gegenzug damals mit dem ICE-1-Szenario. Da hatten wir, glaube ich, oder ich habe das extra so bearbeitet, dass ihr gar nicht den Halt mitkriegt, aber ich musste da irgendwie, glaube ich, 10 Minuten warten. Der Gegenzug kam und kam einfach nicht. Also ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. Hier nochmal die 110 angekündigt in 1 Kilometer ab der LF6-Tafel. Und da rechts die Kollegen auch schon schön morgens am Ackern. Ab hier 110. Und dann nach der Kurve wieder 10 km schneller dürfen wir auf 120 wieder hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Weilheim verspätet erreichen werden. Wir sind halt irgendwie noch 6 Kilometer von denen weg und müssen in einer Minute da sein. Ich weiß nicht, ob ich das mit 120. Nee, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Also, wir werden kurz nach 7:08 Uhr da sein. Zwischen Minute 8 und 9, aber. Kann so. Ja, doch, das kann sogar knapp werden. Ja, schwieriges Thema, Freunde. Schwieriges Thema. Ich frage mich nur, wo wir da die Verspätung herbekommen haben. Ich meine, wir sind doch eigentlich so weit gut gefahren, zwangsseitig nicht. Auch nicht in dem Teil, wo OBS sich verabschiedet hatte. Komisch, komisch. Und den Kollegen Licht grüßen wir mal an der Stelle. Haben wir auch gleich ganz entspannt gemacht. Jetzt können wir nochmal 10 km schneller auf die 130 hoch. Super. Ja, nee, den kriegen wir tatsächlich verspätet. Schade, schade. Ich bin ehrlich mit euch, ich weiß nicht, wo die Verspätung herkommt, die wir jetzt auf einmal haben anscheinend.
Ich hoffe einfach nur, dass wir die bis München wieder raus haben. Wäre schade, wenn man sogar den Endbahnhof zu spät erreicht. Dann kann ich am Ende noch sagen, so schaut mal, wir hatten nur den einen zu spät. Wo ist die Train Simulator Logik natürlich mal wieder geblieben? Und das Allerbeste ist, wenn man in den Bahnhof einfährt, man ist eh schon zu spät und dann kommt da noch eine Beeinflussung für die 60. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt unseren nächsten Unterwegshalt, Weilheim in Oberbayern. In Weilheim besteht noch Anschluss an die Bayerische Regiobahn zur Fahrt in Richtung Schongau über Peißenberg. Die planmäßige Abfahrt ist um 7.15 Uhr von Gleis 5, sowie die Bayerische Regiobahn zur Fahrt in Richtung Augsburg Hauptbahnhof. Die planmäßige Abfahrt ist um 7.16 Uhr von Gleis 4. Ich verabschiede mich von allen Fahrgästen, die uns hier verlassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich in Weilheim in Fahrtrichtung links. So, Anfahrt Bahnhof Weilheim. Und da rechts hat auch wirklich der Schnee seine Heimat gefunden. Also da liegt ja wirklich ordentlich Schnee auf dem Gleis. Und hier vorne müssen wir, glaube ich, mal wieder auf einen Gegenzug warten. Links noch ein 648er der, ich glaube, Bayerischen Regiobahn, wenn mich nicht alles täuscht. Und da vorne ist auch der Gegenzug schon am Einfahren. Okay, Türen sind freigegeben in Weilheim. Ja, sieht gut aus. Ich habe hier gerade mal probiert zu schauen, was denn hier an den Anzeigen dran ist, aber hier ist tatsächlich auch die digitale Anzeige so indirekt aktiv. Okay. Oh, den Bahnhof haben wir sogar noch pünktlich bekommen, Freunde. Nice. Sehr schön, na dann fahren wir mal wieder los hier. Tatsächlich hat die Verspätung uns sogar einen ziemlich langen Aufenthalt erspart, sehe ich gerade. Da hätte ich mal drauf achten können. Wie lange wir hier eigentlich Aufenthalt gehabt hätten. Also so schlimm war es gar nicht am Ende. Nice. Da hat man, glaube ich, gerade nochmal die Tasten von meinem Telefon gehört. Das habe ich extra gerade nochmal ausgemacht, weil es ja am Rumbimmeln war. Und Ausfahrt mit 60. Sehr schön, befreien konnten wir uns auch. Und hier vorne können wir hoch auf die 110. Also sobald wir mit dem letzten Meter unseres Zuges über die Tafel hinweggefahren sind oder an der Tafel vorbei. Jawohl. So, Kilometer 52,2. Das heißt, wir erreichen demnächst den Bahnhof Witzhofen. Beziehungsweise durchfahren die Ortschaft Witzhofen. Da war nämlich Personenverkehr nur bis zum 2. Juni 1984. Und bei Kilometer 39,5 durchfahren wir Tutzing. Muss ich nochmal kurz rechnen. Also wo waren wir gerade? 51, das heißt noch 20 Kilometer bis Tutzing. Und von da aus ist es dann auch nicht mehr weit bis nach München. Aber wir können hier ganz entspannt mit unseren 110 fahren. Und dadurch fahren wir dann gleich Witzhofen. Anscheinend habe ich das irgendwie vorhin Witzhofen gelesen.
Ah, ich sehe es auch gerade, das ist eigentlich Wilshofen. Ups. Ja, kann auch mal vorkommen. Aber ich sehe da auch schon wieder schön die 120. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Genau, und hier links dann das Ausweichgleis. Ich weiß gar nicht, ist hier das vielleicht das ehemalige Bahngebäude gewesen oder zumindest die Überbleibsel davon? Sah ziemlich danach aus, dass es jetzt wieder privatisiert wurde oder zumindest von privaten Menschen bewohnt wird, also im Privatgebrauch einfach ist. Ich dachte gerade, da links dieser blaue Container hatte auch irgendwas mit dem Himmel zu tun. Aber das war einfach nur irgendein blauer Container, der hier steht. Ich wollte gerade schon so sagen, oh Leute, schaut mal da drüben, der Himmel. Was ist da los? Aber da ist ja wirklich irgendwie ein bisschen noch was zu sehen. Gefällt mir auf jeden Fall zumindest. Also, dass man da links. Okay, jetzt bin ich ein bisschen konfus, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wird es hier auf einmal hell. Und da hinten wird es dunkel. Hä? Das macht doch keinen Sinn. Oder bin ich jetzt irgendwie einfach gerade lost? Schaut mal, da vorne ist das gelb. Also da geht, glaube ich, die Sonne auf. Und da. Ach, wisst ihr was? Ich hinterfrage es einfach gar nicht. Sagen wir einfach, okay, wir sehen am Horizont zwei unterschiedliche Farben, alles gut. Solange unser Zug rollt, die Fahrgäste zufrieden sind. Und wir unsere Verspätung, die wir eigentlich irgendwie aus irgendwelchen Gründen hatten, in Form von einem langen Aufenthalt ausgleichen können im Bahnhof. Kein Problem. Gerne bin ich mit dabei. Ah, jetzt ist mir gerade auch der Name vom. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob Tutzing der Bahnhof ist, der direkt am See war, aber es ist tatsächlich der Bahnhof Starnberg. Der ist ja da direkt am See. Da wurden auch schon einige legendäre Screenshots geschossen. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn unten links die Kilometeranzeige an ist. Das ist einer der wenigen Szenarien, wo die Kilometeranzeige des nächsten Haltes auch tatsächlich an ist. Weil normalerweise ist dann immer da so eine andere Zahl, das wird dann versteckt, um die Spannung aufrechtzuerhalten, was ich auch cool finde, aber manchmal so als Abwechslung ist es auch gar nicht unschön, wenn es auch mit an ist. Ich bemerke gerade, es war gar nicht so schlecht, dass wir schon langsam gefahren sind. Okay, 110. Und da vorne kommen nur die 100. Hier noch mein Kollege mit einer Weste. Die standen da irgendwie an diesem Schneehaufen. Nicht, dass einer ihrer Kollegen unter begraben war oder so. Oh, auch geil. Schaut mal, wir fahren hier parallel mit dem Kollegen in Tutzing ein. Moment mal ganz kurz. Ach, Tutzing ist bei 39 gewesen. Ich dachte, Tutzing wäre bei 29 gewesen. Deshalb habe ich 20 Kilometer gesagt. Ich frage mich nur, wieso der schneller als wir ist. Ich meine, der hat sogar eine Beeinflussung bekommen. Der ist immer noch schneller als wir. Komisch. Naja, egal, dafür werden wir gleich mit 100 durch den Bahnhof durchrollen. Und er fährt einfach wie ein Weltmeister immer noch auf Halter warten mit voller V-Max zu. Ah, ich glaube, jetzt ist er langsamer geworden. Jaja. Ach, die KI-Lokführer.
Die wurden einfach anders ausgebildet als wir. Ich bin ehrlich mit euch, auf die Train Simulator KI Train Driver Academy würde ich auch mal gerne gehen. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wie ist das englische Wort eigentlich für Lokführer? Hier. Ja, ja. Du wirst dich jetzt wundern. Wir sind schneller als du. Ups. Hier standen wir dann mit unserem schönen ICA1 drin und hatten nochmal Fahrgäste aufgenommen. In Tutzing. Ich glaube, wegen des enormen Weichenbereichs hier ist noch bis da vorne, wo die 110 angezeigt werden, 100 zu fahren. Oder ich glaube auch wegen der Kurve hier. Na Mensch, jetzt meckert er hier rum wegen einer Runde. Wegen einer Runde und 102 km/h. Ich glaube, bei so gewissen, also wenn man genau 101,0 fährt, wenn die VMAX 100 ist, dann steht ja noch nicht aus, dann steht da unten links sogar 101 und dann fühle ich mich immer wie so ein Pro, weil ich genau auf diesem Mittelweg gerade an der Geschwindigkeit unterwegs bin. Aber dann wird man irgendwie doch ein bisschen schneller und dann rastet er aus. Auch wenn da noch 101 steht, also die Kommazahl ist dann da entscheidend. Und wir durchfahren bei 34,7, sieht man auch schon auf dem F3-Monitor Felderfing. Ich weiß auch nicht, irgendwie heute geht es immer ein bisschen zu schnell hier voran. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen hoch beschleunigen. Ja, irgendwie mit dem Twindex fällt mir das schwer, die Geschwindigkeit gut zu halten, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen dieses Rumgeschalte mit dem Fahrschalter ist auch ganz angenehm. Zumal ich weiß, dass man hier im Train Simulator zumindest keinen Tempomaten oder eine AFD aktivieren kann. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, ob der in echt das überhaupt hat. Aber dem scheint nicht so, wenn ich mir mal hier vorne die Instrumentenübersicht anschaue. Und natürlich auch gesetzt dem Fall, dass es im Train Simulator richtig umgesetzt wurde. Aber das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Und Durchfahrt Bahnhof Felderfing. Ich habe übrigens gerade schon vorher hoch beschleunigt, weil ich eigentlich der Meinung war, dass wir mit dem Zug schon rüber sind, nachdem wir die 120er-Tafel überfahren haben. Also Freunde, nehmt mir das bitte nicht übel. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, dass ich heute die ganze Zeit hoch beschleunige. Aber ich glaube irgendwie, ich habe einfach zu wenig geschlafen letzte Nacht, wer weiß. So, jetzt kann ich mal, glaube ich, hier Druck rausnehmen. So, mal kurz gucken. Okay. Wir werden trotzdem schneller. Liegt an dem Abstieg. Alles schön grün. Die denken sich jetzt auch nur am Bahnsteig, ja, was macht denn hier ein Hodezug bei uns unten in München? In Bayern, der Gegend. Die sind doch einfach nur neidisch, dass sie nicht mitfahren dürfen. In so einem Sonderzug. So, Parsing.
Also wann durchfahren wir nochmal Starnberg? Ich glaube 27 war das, ne? 27, jawohl, 27,9. Also in 3 Kilometern. Ach, da ist er, glaube ich, auch schon im F3-Monitor zu sehen. Der gute alte Starnberger Bahnhof. Da kommen auch Erinnerungen hoch. Auch grundsätzlich auf dieser Strecke, die ist ja, glaube ich, irgendwann im Herbst 2014 erschienen. Hey, Leute, das waren auch einfach nur Zeiten. Ich sag's, wie es ist. Unvergesslich. Durchfahrt Bahnhof Starnberg mit 60. Deshalb mussten wir die hier gerade nochmal bestätigen. Oh, dabei fällt mir gerade ein. Das Bestätigen hat ja auch einen Sinn. Dass wir dann nämlich auch unter die 85 gehen. Junge, das war knapp. Also vor Beginn der Kurve sind wir noch schön bei 60 angelangt, so ungefähr 3 Kammer drüber. Bisschen Toleranzbereich, also alles Tutti. Oh, das war echt knapp. Die Zwang hätte ich jetzt ungern gewollt. Haben wir lange Aufenthalt in Pasing? Eben nicht. Deshalb hätte das mit der Verspätung, glaube ich, ein bisschen mehr geschmerzt. Nochmal hier der Vorsignalwiederholer. Müssen wir natürlich eigentlich nicht bestätigen. Haben wir jetzt trotzdem gemacht. Machen wir bei dem auch nochmal, wenn man ja das Signal bestätigt, nicht den Magneten. Ab hier nochmal die 60. Und nach der Weiche dürfen wir natürlich schön wieder hoch auf die 120. Auch immer schön das Runterbremsen mit der PZB. Oder auch unter anderem wegen der Geschwindigkeitswechsel. Schöne Abwechslung. Und dadurch fahren wir Starnberg Nord und haben noch 20 Minuten bis München ungefähr. Ich glaube, irgendwann kommt noch die Viergleisigkeit. Ungefähr um Gauting bzw. Mühltal herum müsste das kommen. Nee, ich glaube, oder. Ich glaube, es war Gauting oder Stockdorf. Auf jeden Fall einer dieser drei Ortschaften. Mühltal erreichen wir bei 23,5. Ist aber übrigens ausgegraut, also das bedeutet ja, kein Personenverkehr findet dort statt. Ist einfach nur die Ortschaft. Ups. Da ist mir gerade auf einmal so ein Deckel aus meiner Tasche gerollt. Ist aber zum Glück nicht runtergefallen, aber wo kommt der auf einmal her? Junge, da war ich gerade meinen Gedanken, um zu schauen, ob wir die Geschwindigkeit einhalten. Auf einmal kommt mir da dieses Ding entgegen. Okay, hier sind wir jetzt durch Mühltal gefahren.
durch den ehemaligen Bahnhof. Wir befinden uns übrigens 621 Meter über Meeresspiegel und werden als nächstes Scouting durchfahren bei 18,9 und befinden uns da schon auf 584 Metern über Meeresspiegel. Also wir gehen runter. Oh, da sind wir schon wieder viel zu schnell geworden, alles klar. Bin mal gespannt, ob dann gleich schon die Viergleisigkeit anfängt. Nochmal kurz merken, 18,9, alles klar. Gauting Ausfahrt, ne, Ausweichgleis, okay. Wenn das hier im F3-Monitor erscheint, sieht das schon mal ganz gut aus. Ich sehe auch gerade, dass der Starnberger Flügelbahnhof, heutzutage München Hauptbahnhof Gleis 27 bis 36 genannt wird. Und von dort aus führt die Strecke München-Garmisch-Partenkirchen zusammen mit der Allgäubahn und der Bahnstrecke München-Augsburg zum Bahnhof München-Pasing. Starnberger Flügelbahnhof. Ja, Gauting beginnt die Viergleisigkeit. Wo ist denn der Starnberger Flügelbahnhof? Das ist nämlich, glaube ich, nicht Starnberg an sich. Hier steht es zumindest, ist da. Also die Strecke München-Garmisch-Partenkirchen, wie gesagt, zusammen mit der Allgäubahn und der Bahnstrecke München-Augsburg zum Bahnhof München-Pasing führen und sich die genannten Strecken dort eben teilen. Ansonsten sehe ich auch nur, dass man vom Bahnhof Starnberg aus die Alpen sehen kann. Auch nice, habe ich gar nicht bemerkt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob man das im Train Simulator mit berücksichtigt hatte. Aber es freut mich gerade sehr, dass wir hier nochmal die 140 ausfahren können. Ich hatte gerade für einen Moment gedacht, dass der Stromabnehmer sich da oben hoch und runter bewegt, aber dann ist mir eingefallen, dass wir das ja im Train Simulator gar nicht haben. Ich hatte gerade auch für einen Moment gedacht, dass das Hauptsignal, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, irgendwie geblinkt hatte, aber. Nee. Ich wollte schon panisch PZB wachsam drücken. Hier rechts auch irgendwie einfach ein toter Bahnbereich. Also so zugewuchert, wie es dort gerade war, bin ich mir ziemlich sicher, da verkehrt auch nicht mal mehr irgendwie Güterzug oder sowas lang. Also im Sinne von, dass da einfach gar nicht mal mehr Güterzüge, also Waggons abgestellt werden. Ah, ich sehe gerade, wir werden Pasing überpünktlich erreichen, also wirklich überpünktlich. Also wir wären jetzt noch 7 Minuten weg und haben noch, oder nur noch 4 Kilometer vor uns.
Da vorne sind die 110 angekündigt. Das heißt, da wird ein GPA liegen, weil das ein Geschwindigkeitsunterschied von 30 km/h sind. Ich gehe schon mal ein bisschen in die Eisen. Da wir sowieso überpünktlich sind, ist es vollkommen egal, wie wir jetzt gerade fahren. Ob wir jetzt schon bei den 110 sind oder erst in 700 Metern. Auch interessanten GPA gibt es gar nicht hier. Okay. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt unseren nächsten unterwegs halt München-Pasing. In München-Pasing werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Ich verabschiede mich von allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in München-Pasing in Fahrtrichtung links. So, da kam auch gerade noch die Ansage für Pasing. Vorsänger Wiederholer zeigt weiterhin Halt erwarten an. Da werden wir auf jeden Fall zum Stehen kommen. Und den 500 Hz-Magneten gibt es ja einfach mal wieder nicht. Auch nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, sobald wir wieder Fahrt haben. Bis gleich. So, da haben wir dann wieder Halt erwarten weiterhin. Das heißt, unser Zug, beziehungsweise der Kollege, der da das Gleis blockiert hat, der hat sich da mal eben entfernt. Jetzt mache ich mal kurz was Kleines, damit wir hier eine VMAX-Überwachung von 85 km/h haben. Auch wenn wir sowieso überpünktlich sind, aber ich wollte jetzt hier nicht entlang tuckern. Mit nur 45. Jetzt muss ich mich nur selbst daran erinnern, dass ich gleich wieder unter 65 gehe, sonst gibt es eine Zwangse, wenn wir bei den 500 Hz-Magneten fahren. Gesetzt, da liegt einer. Nee, aber sieht auch so aus, als würde er ein rotes Signal haben. Ja. Und hier liegt einer immerhin. Oh. Ist nicht angegangen. Okay. Sehr schön, können wir auch machen. Und dann gehen wir die Türen in München Pasing frei. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Und da ist dann auch unser Signal mittlerweile auf grün gesprungen. Ausfahrt mit 40. Türen schließen. Wir schauen raus. Sieht gut aus und damit verlassen wir den Bahnhof. Pasing, meine Damen und Herren. Na? Will er mir gerade den Fahrregler nicht entsperren? Okay. Ah, manchmal buggt es anscheinend ein bisschen rum. Aber na gut, kein Problem. Dann fahren wir jetzt mal schön gen München. Befreien dürfen wir uns auch. Ausfahrt mit 40. Da vorne, glaube ich, müssen wir nämlich über die. Wobei? Nee, ich glaube, wenn wir mit 40 rausgemusst hätten, dann hätten wir eine Ankündigung noch am Signal gehabt. Nee, nee, alles gut. Wir können hier hoch auf die VMAX von 120. Wir werden das Gleis nicht wechseln. Ja.
Ist mir gerade nochmal eingefallen. Ist auch so krass, dass man vor der Einfahrt München nochmal auf 120 hoch beschleunigen kann. Also, dass hier so eine riesige Gleisanlage ist, dass das gar kein Problem ist, es einfach durchzuziehen. Wäre halt einfach nur schön, wenn der blöde Fahrregler mal wieder nicht rumbangen würde. Oh, es ist anstrengend, Freunde. Rail Traction. Was habt ihr da gemacht? Irgendwie 50 Minuten geht's gut gefühlt. Beziehungsweise eine Stunde nehmen wir ja schon hier auf. Und dann in den letzten Minuten da. Nee, da grätscht es mir wieder rein. Ehre. Ich glaube, hier links ist dann irgendwie noch ein S-Bahnhof, ne? Ja, da ist noch ein S-Bahnhof. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie der heißt. Ich glaube, der hieß. Der hieß Leim, alles klar. Und dann kommt irgendwie Hackerbrücke und noch eine Brücke. Donnersberger Brücke oder sowas kommt dann da in die Hirschgarten. Donnersberger und dann kommt die Hackerbrücke, jawohl. Ich hoffe mal, dass wir da gerade nichts bestätigen mussten. Ach. Sag mal, was ist denn los mit dem Fahrregler? Hä? Warum setzt er sich denn die ganze Zeit zurück? Egal, da vorne erreichen wir eben München. So, 100 sind angekündigt. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir dann unseren Zugfahrtende dort. Wir bitten daher alle Fahrgäste auszusteigen. In München Hauptbahnhof werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Im Namen von DB Regio Bayern verabschiede ich mich von allen Fahrgästen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gegebenenfalls eine angenehme Weiterreise. Machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg im München Hauptbahnhof in Fahrtrichtung links. Dieser Zug endet hier, bitte alle Fahrgäste aussteigen. Man kann hier eh gar nicht mit 100 einfahren, weil die Zwangse, sag ich schon, die Beeinflussung vorher kommt. Also, auch schön, dass sie da die LF6-Tafel gesetzt haben, aber ich glaube, unter keinem möglichen Szenario kann man hier, also Szenario im Sinne von Situation, kann man da einfahren mit den angezeigten 100. Okay, da fahren wir dann zwischen dem Talent 2 und dem 648er ein. Dann müssen wir natürlich auch damals wie mit dem IC1 hier so ein schönes Einfahrmomentchen festhalten. Auch wenn es mega laggt. Aber das ist kein Problem. Ah. Da oben links sieht man jetzt auch die Geschwindigkeit. Wie habe ich denn die Anzeige aktiviert? Wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. F4? Nee, F3? Ah, mit F5, okay. So, Freunde. Dann kommt unser schöner Zwindex hier zum Stehen. Können
Mit mega Ruckeln. Aber ist okay. Und dann gehen wir noch schön die Türen frei. Und haben damit den Bahnhof München Hauptbahnhof pünktlich um 7.48 Uhr erreicht. Nach dieser etwas besonderen Fahrt heute. Mit zwei Zwangsen zum Schluss. Ach, herrlich. So, dann würde ich einfach sagen, warten wir auch jetzt gar nicht die Aufgabenauswertung ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Mitfahrt heute. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen, wie immer. Bleibt schön gesund und lasst gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns bei der nächsten Fahrt wieder. Vielen Dank fürs Mitfahren heute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Habt alle noch einen wunderbaren Tag.